Angefangen hat alles auf dem Tanzparkett. Danilo Campisi, der charmante Profitänzer, und Corinna Camper, die bezaubernde Fernsehmoderatorin, lernten sich bei Dancing Stars 2023 kennen. Schon beim ersten gemeinsamen Tanz sprühten die Funken. Woche für Woche vertiefte sich ihre Verbindung, während sie sich anmutig durch den Ballsaal bewegten. Ihre unbestreitbare Chemie war für alle sichtbar. Es dauerte nicht lange, bis aus ihrer Bühnenpartnerschaft eine echte Liebesgeschichte wurde, die die Herzen der Zuschauer im ganzen Land eroberte. Ihre gemeinsame Leidenschaft für den Tanz entfachte ein Feuer zwischen ihnen. Abseits der blendenden Lichter und der wachsamen Augen der Kameras entdeckten Danilo und Corinna eine tiefe und aufrichtige Verbindung. Sie fanden Freude in der Gesellschaft des anderen, ihr Lachen hallte durch die Probenräume. Ihre Liebesgeschichte war wie aus dem Märchenbuch, ein Beweis für die magische Kraft des Tanzes. Während ihre Romanze aufblühte, verfolgten Fans gespannt jeden ihrer Schritte. Die sozialen Medien überschlugen sich vor Aufregung. Alle stellten sich dieselbe Frage. Wann würde Danilo die Frage aller Fragen stellen? Die Spannung war greifbar. Niemand ahnte, dass Danilo bereits einen Antrag plante, der so großartig und romantisch war wie ihre Liebesgeschichte. Danilo hatte sich einen Antrag vorgestellt, der so atemberaubend war wie ihre Liebe. Er wollte, dass dieser Moment perfekt ist, ein unvergessliches Erlebnis, das sie beide für immer in ihren Herzen tragen würden. Er plante, Corinna auf den majestätischen Großglockner, den höchsten Berg Österreichs, zu entführen. Dieser Ort war für ihn der Inbegriff von Schönheit und Erhabenheit, genau wie seine Gefühle für sie. Man stelle sich vor, ein abgeschiedener Ort mit Panoramablick, die klare Bergluft erfüllt vom Duft der Wildblumen und die Sonne, die in einem Farbenmeer untergeht. Es war ein Bild, das er sich immer wieder in seinem Kopf ausgemalt hatte. Es war die perfekte Kulisse für einen Moment, den sie für immer in Ehren halten würden. Ein Moment, der ihre Liebe symbolisieren sollte. Stark und unerschütterlich wie die Berge um sie herum. Doch das Schicksal, so schien es, hatte andere Pläne. Die Natur, so unberechenbar wie das Leben selbst, wollte an diesem Tag nicht mitspielen. Als der Tag des geplanten Antrags kam, schlug das Wetter um. Die Vorfreude wich schnell der Sorge, als die ersten Anzeichen eines Sturms sichtbar wurden. Der Himmel, zuvor strahlend blau, verwandelte sich in eine Leinwand aus bedrohlichen grauen Wolken. Es war, als ob die Natur selbst gegen seine Pläne war. Regen peitschte herab und dichter Nebel zog auf und verdeckte die atemberaubende Aussicht. Die klare Sicht, die er sich so sehr gewünscht hatte, war nun verschwunden. Der Berggipfel, einst in Sonnenschein getaucht, war nun in Nebel gehüllt. Die Magie des Ortes schien sich in Luft aufzulösen. Enttäuschung machte sich bei Danilo breit. Er hatte sich diesen Moment so anders vorgestellt, so viel schöner und perfekter. Er wusste, dass er Corinna unter diesen Bedingungen keinen Antrag machen konnte. Es wäre nicht das Erlebnis, das er für sie geplant hatte. Es wäre nicht magisch, es wäre nicht perfekt. Und für Corinna wollte er nur das Beste, den schönsten Moment, den sie sich vorstellen konnte. Er war entschlossen, diesen Moment für Corinna unvergesslich zu machen. Er würde nicht zulassen, dass das Wetter seine Pläne ruinierte. Also traf er eine Entscheidung. Er würde den Antrag verschieben, auf einen Tag, an dem alles perfekt war. Er steckte die Ringschatulle sicher zurück in seine Tasche und änderte seine Pläne. Er wusste, dass der richtige Moment noch kommen würde. Er würde Corinna einen Antrag machen, aber er würde auf den perfekten Moment warten. Ein Moment, der so schön und unvergesslich war wie ihre Liebe. Danilo beschloss, ihr Zuhause in ein romantisches Refugium zu verwandeln. Er wollte Corinna überraschen und ihr zeigen, wie sehr er sie liebte. Er wartete, bis Corinna für den Abend außer Haus war, um mit ihren Eltern essen zu gehen. Dies gab ihm die perfekte Gelegenheit, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Dann sprang er auf, sein Herz klopfte vor Aufregung. Er konnte kaum erwarten, ihre Reaktion zu sehen, wenn sie nach Hause kam. Er wollte eine magische und intime Atmosphäre schaffen. Eine Erinnerung, die sie beide bewahren würden. Jede kleine Geste sollte ihre Liebe widerspiegeln. Er zündete Dutzende von Kerzen an, deren sanfter Schein den Raum in ein warmes, einladendes Licht tauchte. Die flackernden Flammen tanzten und schufen eine zauberhafte Stimmung. Die Luft füllte sich mit dem süßen Duft ihrer Lieblingsblumen, die sorgfältig in Vasen im ganzen Haus arrangiert waren. Jede Blume war ein Symbol ihrer gemeinsamen Momente. Leise Musik spielte im Hintergrund, die Melodie ein Soundtrack zu ihrer Liebesgeschichte. Die sanften Klänge verstärkten die romantische Atmosphäre. Er wollte eine Atmosphäre schaffen, die von ihrer Liebe flüsterte, einen Zufluchtsort, an dem er sein Herz öffnen konnte.
ein Ort, an dem sie sich immer sicher und geliebt fühlen würden. Schließlich legte er ein Fotoalbum auf den Couchtisch. Es war nicht nur ein Album, sondern ein Schatz voller Erinnerungen. Dies war kein gewöhnliches Album, es war eine Chronik ihrer Liebesgeschichte. Jede Seite erzählte eine Geschichte, die nur sie beide kannten. Jede Seite enthielt eine kostbare Erinnerung, eine Momentaufnahme ihrer gemeinsamen Reise. Von den ersten Tagen bis zu den unvergesslichen Momenten, die sie zusammen erlebt hatten. Von ihrem ersten ungeschickten Treffen am Set von Dancing Stars, wo sie sich zum ersten Mal in die Augen sahen und sofort eine Verbindung spürten, bis hin zu ihren verstohlenen Blicken, die sie während der Dreharbeiten austauschten, als ihre Liebe noch ein Geheimnis war, und den mit Gelächter gefüllten Proben, bei denen sie sich immer näher kamen und ihre Bindung stärker wurde. Jedes Foto fing die Essenz ihrer Liebe ein. Diese Bilder waren mehr als nur Fotos, sie waren Zeugnisse ihrer tiefen Verbindung. Auf die allerletzte Seite hatte er eine einzelne, handgeschriebene Notiz geklemmt. Diese Notiz war das Herzstück seiner Überraschung. Sie lautete: Blätter die Seite um. Diese Worte waren der Beginn eines neuen Kapitels in ihrer Liebesgeschichte. Corinna kam nach Hause, nichtsahnend von der Überraschung, die sie erwartete. Sie hatte einen langen Tag hinter sich und freute sich auf einen ruhigen Abend. Sie betrat das Haus und war überrascht von dem sanften Schein der Kerzen, die überall im Raum verteilt waren. Der Duft von Vanille und Zimt lag in der Luft. »Was ist denn hier los?«, fragte sie, ein verwundertes Lächeln auf den Lippen. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so viele Kerzen gesehen hatte. Danilo, sein Herz klopfte ihm bis zum Hals, lächelte nur und führte sie zur Couch. Er hatte den ganzen Tag damit verbracht, alles perfekt vorzubereiten. Während sie zusammensaßen und durch die Seiten ihrer gemeinsamen Erinnerungen blätterten, stiegen Corinna Tränen in die Augen. Jede Seite erzählte eine Geschichte ihrer Liebe. Sie war gerührt von dem Gedanken und der Mühe, die Danilo in diesen besonderen Moment gesteckt hatte. Es war, als ob jede Erinnerung sie noch näher zusammenbrachte. Dann blätterte sie auf die letzten Seite. Sie konnte kaum glauben, was sie dort sah. Dort, eingebettet zwischen den Fotos, lag ein kleines Samtkästchen. Es war so unerwartet, dass sie einen Moment brauchte, um es zu begreifen. Sie schnappte nach Luft, ihre Hand flog überrascht an ihren Mund. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Danilo holte tief Luft und griff nach der Schachtel. Er hatte diesen Moment so oft in seinem Kopf durchgespielt. »Corinna«, begann er, seine Stimme war von seinen Gefühlen belegt. »Von dem Moment an, als wir zum ersten Mal zusammen getanzt haben, wusste ich, dass zwischen uns etwas Besonderes ist.« Seine Augen funkelten im Kerzenlicht. Er öffnete die Schachtel und enthüllte einen atemberaubenden Verlobungsring, der im Kerzenlicht funkelte. Der Ring war perfekt, genau wie dieser Moment. »Würdest du mir die unglaubliche Ehre erweisen, meine Frau zu werden?« Corinna war sprachlos. Sie hatte nie mit so etwas gerechnet. »Na«, stammelte sie, ihre Augen waren vor Überraschung weit aufgerissen. Sie konnte kaum glauben, was sie hörte. Danilos Herz setzte einen Schlag aus. Die Sekunden fühlten sich wie Stunden an. Hatte er sich in allem geirrt? War es zu früh? Zweifel nagten an ihm. Dann brach Corinna in ein strahlendes Lächeln aus. Ihre Augen leuchteten vor Freude. «Sì, certo!», rief sie aus. Ihr Italienisch floss mühelos. »Ja, natürlich! Ich will!« Sie fiel ihm in die Arme und sie wussten beide, dass dies der Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben war. Die Nachricht von ihrer Verlobung verbreitete sich wie ein Lauffeuer und löste bei ihren Fans weltweit Freude aus. Die Menschen waren fasziniert von ihrer Liebesgeschichte, ein Beweis dafür, dass Märchen manchmal doch wahr werden. Doch für Danilo und Corinna lag die wahre Magie nicht in den großen Gesten, sondern in den alltäglichen Momenten, die sie miteinander teilten. Danilo, ein wahrer Romantiker durch und durch, beginnt jeden Morgen damit, Corinna Kaffee ans Bett zu bringen. Aber es ist nicht irgendein Kaffee. Es ist ihre Lieblingsmischung, genauso zubereitet, wie sie ihn mag. Zusammen mit dem Kaffee hinterlässt er ihr eine handgeschriebene Notiz. Manchmal ist es ein einfaches »Ich liebe dich«. Manchmal ist es ein Gedicht aus tiefstem Herzen oder eine lustige Anekdote über ihren Tag. Diese kleinen Gesten sind ein Beweis für ihre tiefe Liebe und Wertschätzung füreinander. Sie wissen, dass eine erfolgreiche Beziehung von den kleinen Dingen lebt, von den täglichen Akten der Freundlichkeit, die ihre unerschütterliche Zuneigung zeigen. Als sie dieses aufregende neue Kapitel begannen, beschloss Danilo, auch selbst einige Veränderungen vorzunehmen. Er war sich seiner schütteren Haare schon immer bewusst gewesen und hatte Sprays und Puder verwendet, um sie zu kaschieren.
Doch mit der bevorstehenden Hochzeit beschloss er, den Schritt zu wagen und sich einer Haartransplantation zu unterziehen. Die Ergebnisse waren transformativ. Danilo war begeistert von seinem volleren Haar, ein echter Selbstvertrauensschub, als er sich darauf vorbereitete, zum Altar zu schreiten. Außerdem begann er mit dem Sport und nahm 10 Kilo ab, sodass er sich gesünder denn je fühlte. Für Danilo ging es bei diesen Veränderungen darum, sich innerlich und äußerlich bestmöglich zu fühlen, während er mit seiner Verlobten dieses neue Kapitel aufschlug. Die Liebesgeschichte von Danilo und Corinna ist ein Beweis für die Kraft der Verbindung, der Widerstandsfähigkeit und der ewigen Magie der Romantik. Vom ersten Tanz bis zum innigen Heiratsantrag war ihre Reise eine Inspiration für Fans auf der ganzen Welt. Während sie ihre Traumhochzeit planen, hat man das Gefühl, dass dies erst der Anfang ihres gemeinsamen Lebens ist.